Herzlich willkommen zu Success, dem Wirtschaftsmagazin aus der Region der Weltmarktführer. Wir senden aus der German Graduate School of Management and Law in Heilbronn, der innovativen Business School. Das Thema unserer heutigen Sendung ist Innovation. Wir wissen, dass Unternehmen erfolgreich sind, wenn sie innovativ sind, wenn sie innovativer sind als Wettbewerber. Innovation ist auch der Motor der Wirtschaft, der Motor für Neues, der Motor für Wachstum. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie Unternehmen nachhaltig innovativ sein können. Unweit der German Graduate School of Management and Law in Heilbronn liegt die Experimenta, die Erlebniswelt zum Lernen von Technik und Innovation für Jung und Alt. 150 interaktive Exponate in 4 Themenwelten laden zum Ausprobieren und Tüfteln ein. Hier treffen wir Professor Dr. Heinz Theo Wagner, Professor für Management und Innovation an der GGS. Er erklärt uns, warum Innovationen für die Unternehmen der Region Heilbronn-Franken von so zentraler Bedeutung sind. Wir haben hier in der Region sehr viele sogenannte Weltmarktführer, also Unternehmen, die es geschafft haben, im internationalen Markt die meisten Marktanteile auf sich zu vereinen. Das schafft man natürlich nur, wenn man besser ist als der Wettbewerb und vor allem sich selber immer wieder schlägt, das heißt ständig bessere Produkte und Leistungen erzeugen kann. Und da spielt Innovationsstärke eine sehr große Rolle, denn darum geht es, Neuerungen zu bringen, die von Kunden wertgeschätzt werden und die am Markt platzieren zu können, um immer eine Nase weiter vorne zu sein. Die GGS kann dabei mit Lehre, Management-Schulungen, Vorträgen und Diskussionen ihren Beitrag dazu leisten. Ein gutes Beispiel von Innovation und seiner Entwicklung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist die Fotografie. Was wurde dort gemacht? Man hatte zunächst Fotografen, die man anstellen musste, um sich ablichten zu lassen etwa. Das wurde dann entwickelt, chemisches Verfahren, und nach ein paar Tagen hatte man dann ein Bild. Dann wurden Kameras hergestellt, man konnte die Bilder selber machen, aber auf Film. Man lieferte die Filme ab, ging auch noch bis in die 70er, 80er Jahre in den Drogeriemarkt, gab man die Filme ab, nach ein paar Tagen kam die Entwicklung und man hatte die Bilder. Ja, und dann plötzlich kam die Digitalfotografie. Was hat man dort gemacht? Man hat eine Kamera mit anderen Mitteln aufgebaut. Parallel sind nämlich Computer entstanden mit Speichermedien, Drucker zum Ausdrucken, Bildschirm zur Darstellung. Und das hat man sich zunutze gemacht in der Kamera und hat die Bilder nicht mehr auf einem Film gespeichert, sondern auf einem elektronischen Speichermedium. Man hat die Bilder nicht mehr in die Drogerie gebracht, sondern auf seinem Drucker zu Hause ausgedruckt. Die Konsequenz dieser Entwicklung wird klar. Damit hat man das Thema eine Fotografie erstellen mit einer komplett anderen Technologie gelöst, also sehr radikal in dem Sinne, dass man weit von dem abgewichen ist, was man bisher kannte, mit dem Effekt, dass bestimmte Unternehmen nun Weltmarktführer in Digitalfotografie sind, während andere Unternehmen, wir kennen alle Kodak, in die Insolvenz gingen, weil sie diese Entwicklung zu spät erfasst haben. Das hat auch in personeller Hinsicht in einem Unternehmen seine Konsequenzen. In Produkten etwa, wenn wir in Produkten sprechen, die man auf dem Markt hat, geht es erstmal darum, die kontinuierlich weiterzuentwickeln und immer zu verbessern. In dem Fall braucht man Leute, die sich mit diesem Produkt, mit dieser Technologie auskennen, ja, und dieses weiterentwickeln, ja, damit man dort ständig Neuerungen bringen kann. Wenn es darum geht, erheblich abzuweichen, dann braucht man eine größere Vielfalt an Personen, durchaus auch von mir aus Medienwissenschaftler oder aus ganz anderen Bereichen, die man zusammenbringt, um erst einmal auf Ideen zu kommen, was man alternativ machen könnte. Denn es ist ganz klar verständlich, wenn ich in meinem vorhandenen Produkt denke, dann habe ich Schwierigkeiten, auf was ganz Neues zu kommen. Mit der Zeit kocht man im eigenen Saft. Um dies zu vermeiden, muss man als Unternehmensführung buchstäblich mitreden lassen. Potenziale ausschöpfen, das ist ein Dauerbrenner in Unternehmen und fängt damit an, dass ein Bewusstsein muss, dass Innovation kein Thema der Forschungsabteilung ist. Und kein Thema nur der Unternehmensführung. Das gesamte Unternehmen muss daran mitwirken. Und das fängt damit an, dass alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben müssen und auch aktiv einbezogen werden müssen in das Finden neuer Ideen und Verbesserungen. Das muss aktiv betrieben werden, ansonsten bekommt man das mit den Potenzialausschöpfungen nicht hin und es bleibt beschränkt auf die F&E-Abteilung, etwa auf die Entwicklungsabteilung.
Potenziale der Menschen entdecken und kreativ ausschöpfen, wie bei der Experimenta in Heilbronn. Und jetzt wiederum Neuigkeiten aus der Region der Weltmarktführer. Seit Mitte Dezember bekannt wurde der Schritt nun bei der Lepler AG in Heilbronn vollzogen. Offiziell zum 1. Februar wurde Peter Spahn Sprecher des Vorstands der Lepler AG. Peter Spahn kommt aus dem Kolbenschmidt-Pierburg-Konzern, wo er zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung den Geschäftsbereich Gleitlager mit rund 1500 Mitarbeitern führte und die Internationalisierung vorantrieb. Der 57-jährige Spahn folgt auf den 49-jährigen Olaf Hedden, der seit Anfang 2010 Sprecher des Vorstandes der Lepler AG war. Hier bei einem Interview mit Success. Das war Success, das Wirtschaftsmagazin aus der Region der Weltmarktführer. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Interesse vernetzen Sie sich doch auch mit uns auf der Website oder in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiedersehen.